Aber wer sagt denn, dass Heilung immer angenehm sein muss? Heilung ist die Phase, wo es wehtut, wo es Fieber gibt im Körper, wo es schmerzhaft ist. Das ist Heilung. Das ist Heilung. Heilung ist nicht, oh, alles rosarot. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Und genauso wie wir jetzt im Grunde diesen ganzen Mist auf gut Deutsch hochholen als Gesellschaft und uns gegenseitig sozusagen vor die Füße schmeißen, findet Heilung statt. Karmische Heilung findet jetzt statt. Und ich glaube, das ist so dringend notwendig, weil was wollen wir dann bitte schön noch alles an Altlasten weiter mitschleppen für die nächste Generation? Ja, es ist wirklich Zeit, das mal auszuwerten und dann loszulassen. Sich bewusst zu werden, daran zu wachsen, diese Mechanismen zu verstehen und dann wirklich daran zu reifen. Das ist aus meiner Sicht jetzt ganz, ganz wichtige Lernaufgabe für uns alle. Ja? Und da haben wir richtig viel zu tun. Ja, richtig viel, richtig viel. Und deswegen brauchen wir gesundheitliches Basiswissen. Wir müssen verstehen, wie wir ticken, wer wir sind. Deswegen auch die Sinnfrage, warum ist das wichtig? Naja, ohne tieferen Sinn wirst du keine große Motivation entwickeln können, dich auf den Seinszustand, ich benutze jetzt mal ganz bewusst diesen Begriff, Gesundheit hinzubewegen. Weißt du, wenn du morgens aufwachst und dir die Frage nicht beantworten kannst, warum bin ich hier, warum, was tue ich, sondern nur, ja, ich muss arbeiten gehen, dann was ist das für eine Motivation? Das ist genau das, was du auch in deinem Coaching anbietest, mit lebe deine Berufung. Hast du einen Ruf, folgst du diesem inneren Ruf, der deiner ist? Ein anderer hat einen anderen Ruf. Kannst du das mit Ja beantworten? Kannst du jeden Tag, auch das weiß man von der Langlebigkeitsforschung, von den über 100-Jährigen in Japan, haben auch gefragt, wieso werdet ihr alle so alt? Ja, und die stellen sich jeden Morgen die Frage, ja, warum will ich noch leben? Und wenn sie diese Frage beantworten können, dann haben sie noch einen Grund, hier zu sein. Sei es, um auf Tiere aufzupassen, auf ihre Enkel oder was weiß ich. Aber wenn du das nicht mehr hast, weil du einfach nur das Gefühl hast, du wirst nicht mehr gebraucht, du bist abgeschoben, du bist alleine, isoliert, irgendwo in irgendwelchen Heimen untergebracht, du vegetierst vor dich hin, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja, wir sind ein soziales Wesen. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben die Alten aus der Gesellschaft ausgegrenzt und wir haben die Jungen aus der Gesellschaft ausgegrenzt in Form von Kindergärten und Schulen. So. Und das ist sowas von dämlich. Da sehen wir wieder den Beziehungsaspekt. Statt Alt und Jung mal zusammenzubringen, dann würden beide von profitieren. Die Jungen würden von der Erfahrung der Alten und die Alten würden von diesem jungen Elan profitieren und hätten das Gefühl, sie werden gebraucht und würden dann auch, ihnen würde es einfach besser gehen. Ja? In dem Moment, wo ein Mensch wieder eine Aufgabe bekommt, einen Sinn erlebt, ist plötzlich Energie da. Vorher war er depressiv und wusste gar nicht, wie er den Tag überbringen schaffen soll. Und in dem Moment, wo du ihm eine sinnvolle Aufgabe gibst, die wirklich was mit seinem Wesen zu tun hat, vielleicht auch mit seinem Lebensplan, blüht dieser Mensch auf. Dann fragst du dich, wo kommt jetzt die Energie her? Ist das jetzt über die Mitochondrien passiert? Hat er jetzt mehr ATP produziert oder so? Ja, so würde der Materialist denken. Nein, das hat natürlich was mit deiner Wesenheit zu tun. Ja, und das ist der Punkt. Und die Materialisten wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, aber es wird nichts nützen. Wir müssen uns jetzt diese Sinnfrage stellen. Wir müssen uns wirklich das Warum stellen. Warum wollen wir gesund sein? Warum wollen wir als Gesellschaft gesundheitlich Eigenverantwortung übernehmen? Oder warum müssen wir das sogar? Ja, wofür sind wir da? Und das ist schön an der Krise. Ich finde diese Krise richtig toll in der Hinsicht, weil es führt immer mehr Menschen dahin, sich diesen Fragen zu stellen. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, werden die Lebensumstände sie dahin prügeln und dann müssen sie sich diese Frage stellen. Dann werden sie vielleicht mal für eine Zeit ausgenockt, sind dann irgendwo im Krankenhaus, haben viel Zeit zum Nachdenken und fragen sich natürlich dann irgendwann auch, ja, warum habe ich jetzt dieses Krankheitsbild bekommen? Was soll mir das sagen? Und das wäre dann der richtige Schritt, sage ich mal, um zu sich selber zu finden, seinen eigenen Lebensplan anzunehmen oder überhaupt erstmal sich bewusst zu machen, dass es sowas gibt. Das hat alles letztendlich mit diesem ganzen Thema Gesundheit und Selbstermächtigung zu tun. Darum geht es jetzt. Das ist die Zeitqualität. Wir gehen durch einen Selektionsprozess, kann man wirklich sagen, als gesamte Gesellschaft, wo wir jetzt genau das als Herausforderung bekommen haben. Eigenverantwortung und Selbstermächtigung oder weiter noch verstärkteres Sklavendasein, angepasste Pflichterfüller. Und das Wissen ist da, um das zu tun. Die Not der Zeit ist auch da, um endlich in die Eigenverantwortung zu kommen. Aber manche brauchen halt ein bisschen länger als andere, was auch okay ist. Aber grundsätzlich ist diese Zeit jetzt dazu da, uns wirklich zu schleifen. Ich nenne es spirituelles Abhärtetraining. Das findet jetzt gerade statt. Und dieser Gesundheitsaspekt, der Beziehungsaspekt ist hier zentral.